In diesem Video zeige ich dir ein kleines Geheimnis, wie du deine versteinerte Etwas und die kleinen runden Steinchen bei dem Vogel, der auch in Teil 1 ganz am Anfang war, eintauschen kannst. Geh dazu in die erste Welt dazwischen, dann kommst du hier raus, renn hier durch und hier siehst du eine Leiter. Wenn du hier hochkletterst, siehst du hier das Nest und hier kannst du dann die Objekte eintauschen. Wenn du hier über dem Nest stehst, kannst du in dein Inventar gehen und dann einige Gegenstände rausschmeißen. Wie zum Beispiel kleiner glatterseidiger Stein oder glatterseidiger Stein und versteinertes Etwas. Kannst hier ablegen. Jetzt hast du Dreizack des Kanalisierers bekommen. Das ist eine Schienewaffe. So schaut sie aus. Die gab es auch in Dark Souls 1. Leider musst du jeden Gegenstand einzeln ablegen. Weißer Ring. Leite das Aussehen eines Phantoms. Nochmal Dreizack. Alter irdischer Stein. Blitzstein. Noch ein Dreizack. Fossiler Drachenknochen. Nice. Titanitscholle. Alte Peitsche. Titanitscholle. Titanitscholle. Dämonen Großhammer. So schaut er aus. Du kannst aber auf Ablegen gehen. Eins ablegen. Dann nochmal eins ablegen. Und so weiter. Also das geht auf jeden Fall. Und dann kannst du alles auf einmal einsammeln. Das geht dann deutlich schneller. Schau dich ansonsten am Kanal um. Dort findest du über 1000 Videos zu Elden Ring. Ansonsten produzieren wir 100% und Platin Guides zu jedem Souls-Spiel und ansonsten befinden sich auch noch zu jedem Resident Evil-Spiel Platin Guides am Kanal.